Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stellwerk Sim. Wir sind hier im Großraum Stuttgart. Ich besetze den Stuttgarter Hauptbahnhof und versage. Mit dabei ist der Marco. Hallo. Der Centex. Guten Tag. Irgendeine blöde ÖBB-Bahnsteigansage ist auch mit dabei. Der Dylan ist dabei. Kann sein. Ja, also ich würde schon behaupten, wenn du antwortest, bist du auch dabei, Dylan. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, auf TS3 steht 7109 nach Feingen. Hallo, Malte ist auch dabei. Der Malte ist auch dabei. Ja, ich musste kurz gucken. Telefon. Was ist eigentlich mit Darina? Die Darina ist auch dabei. Oder die hockt in Bad Cannstatt. Der Lone Wolf ist auch dabei. Ja, die sind alle mit dabei. Gleich. Also, wir jetzt am Ende vergessen. Und ich Stan. Habe das Problem, dass die S. Was mit Stan? Ja, Stan ist auch mit dabei, mein Gott. Ich habe das Problem, dass die S-Bahn nicht, die S1 und die 2 nicht in den Tunnel einfahren, sondern im Hauptbahnhof enden. Hättest du halt die Finger von der Oberleitung weggelassen? Ja, genau. Erik wollte auch mal klein, schwarz und hässlich sein. Warte, das stimmt ja schon. So, dann steht noch was in Gleis 1, das will runter ins BW1. Dann steht noch auf TS6, die wollen alle noch nicht abfahren, das passt. Das ist echt geil, Erik fängt die Folge an und schon redet er mit sich selber. Ja, weil ich jetzt ein bisschen überfordert bin. Vorsignal 151 steht der Zug. Wie lange geht die Folge? Die Folge? Ich würde gern trinken. Aber nichts Zuckerhaltiges. Du bist noch fetter. Maul! Jetzt seid solche Arschlöcher. Wir meinen es nur nett. Hallo? Wir haben schon angefangen mit der Holz. Hallo, Marcel Davis, Leiter für Kunstzufriedenheit, Bahn 1 und 1. Ich würde mal sagen, ich bombardiere jetzt Stuttgart Hauptbahnhof voll. Ja, ich seh's. Ich seh's. Tja. Telefon, Jonathan Nobel. Jonathan. Was ist das da? 3 U, scheiße, was steht denn da? Fang an zu tanzen, Kika. What the fuck? Was? Das erstmal jetzt auf den Stock erstmal Spotify. Oh Gott, Telefon. Kaninchen. Der muss dahin, ja, entschuldige. Ich habe mir den Genalix-Pass jetzt ewig stehen lassen. Oh. Ich guck auch. Oh, da steht auch was vor Signal 224. Centex, der erste ICE ist zu dir unterwegs. Der will runter auf Gleis 12. Der ist schon mit 8 Minuten Verspätung gekommen, muss ich mich entschuldigen. Jo. Ist ja egal. So, dann ich schick dir ein Eurocity mit plus 7. Hier noch was vor Gleis 300. Vielleicht auch plus 8. 8. So, Feingen fährt raus. Wo steht der mit plus 12? I2 AVG-Fahrzeuge. Warte mal, wo steht der S-Bahn? Oh, fuck, die steht hier. Auf Gleis 6, der will nach Feingen. Nein, den behältst du bei dir. Nein! Scheiße. Die S-Bahn, wo ich von Bietigheim wieder zurückfahren habe, jetzt fährt sie nach Zuffenhausen. Jetzt ist mir's egal. Du schickst eine S-Bahn zweimal komplett falsch über deinen Stelltisch. What the fuck? Nee, ich hab einfach drauf gedrückt. Ah ja, da steht was auf 3. Drück drauf, guck drauf, denke ich. Momente mal. Die war irgendwie falsch. Da war ja irgendwas. So, Bad Cannstatt N schickt mir was. Was ist denn das? Nicht. Bin ich kein Fahrrad kommen mal hallo, wieder. Hallo, hier Cannstatt. Ja, hallo Cannstatt, hast du mir gerade eine S3 geschickt? Nein. Die Kollegen aus Zuffenhausen und so antworten dir schon. Nein, aber du hast mir eine S3 geschickt, das finde ich schön. Ich finde es interessant, ich bin Zuffenhausen, die Kollegen von Zuffenhausen antworten. Ich habe nur nichts gesagt. Ich bin Bruchsal Junge, was willst du von mir? Was?
Der Zug kommt von Heidelberg und wird nach Durlach. Durlach? Durlach? Oh, IAE. Den check ich aber erstmal Bahnstrecke. Gegebenen ja, TGV durchfahren lassen. So. Ich sehe ja kein TGV, also kann ich Einfahrt vor. Zuffenhausen 2099. Der will nach Gleis 7. Oh, dann fährt der halt nach Gleis 7. Marco, wo bleibt der TGV 9578? Olli? Ja? Du hast doch gesagt, dass du froh bist, dass keiner in Durlach ist. Ja. Und jetzt? Scheiße. Wer ist jetzt in Durlach? Flextrain. Flix. Flixtrain. Das Unternehmen. Bist du Flixtrain? Vermutlich, das ist bestimmt der Geschäftsführer. So. Aber gerade Neudorf ist zum Glück noch frei. Noch. Die Hände zum Himmel und bildet ein Haus. Alter. Keine Ahnung, warum ich... Auf TS3 will was nach Zuffenhausen N. Das fährt jetzt gleich ab. Auf TS1, das will runter Marco, ins BW. Ja? Wo bleibt jetzt der TGW? Ja, der hat ein bisschen Verspätung bekommen, aber der ist schon weg. Also das Typische. 5 Minuten. Also kann ich die Straßenbahn vorlassen, passt. Wie ich das andere. Der ist gleich bei dir, ne? Ist mir egal. Der muss sowieso dann ein bisschen hier langsamer machen. Bis dahin ist die Straßenbahn auch in Durlach. Der hat plus 5. Bruchsal drin, ja, aber die Straßenbahn ist bis dahin Bruchsal drin. Weißt du, vor 2 Minuten hätte ich am liebsten auf den Teller gekackt und euch hingestellt, weil es so scheiße lief. Aber jetzt läuft es. Das hört sich aber schlecht an, Marco. Lecker. Ja, es lief sehr bescheiden, aber jetzt fahren wieder alle. Steht nix, hat zwar ein bisschen verspätet. Oder will was nach Bad Cannstatt F. Das darf schnell raus. TS8 will nach Zuffenhausen. F. Nach Zuff. Sag mal, Erik, kannst du eigentlich was Richtung Stuttgart-Münster schicken? Nein. Schade. Wie denn vom Hauptbahnhof aus? Münster bin ich doch. Ja. Was machst du im Rheinland? Bei Münster. Ich warte immer noch auf einen TGW. Ja, der ist gleich bei dir. Sofort. Der kommt heute nicht mehr. Der fährt jetzt gerade in den letzten Zug ausgefallen. Was war das? Ja, natürlich, meine Hauptweiche ist raus. Geil! Jetzt kannst du noch ein bisschen länger warten. Der TGW, den brauchst du. Ja, der ist jetzt gerade weg. Er ist erst gerade da. Er ist abgehauen. Ja, so ist das. Was kam denn da gerade von. 674, ja, was mit dem? Ja, ist unterwegs. Ja, passt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Fahrstraße nach Bietigheim steht, weil da ist noch gelb ausgeleuchtet. Oh, der wollte nach 12. Okay, der Zug nach Weißach hat 20 Minuten Verspätung. Wow. Mist, die Fahrstraße geht nicht. Wie soll ich jetzt die Reparatur hier beauftragen? Ah, du hast ja Stütz eingerichtet, ne? Du musst ja da anrufen. Das geht nicht. Ich kann nirgendwo anrufen. Mach mal Meldung, Hotline, Telefon gestört. Ja, hab ich ja gemacht, geht aber trotzdem nicht. Doch, kommt dann. Ja, da kommt, Telefon ist gestört, aber da passiert nichts. Oh, was kommt denn da aus Zuffenhausen? Was Schönes. Na, behalt doch mal deinen Ranz bei dir. Die wollen alle zu dir. Ja, egal, dann bleibt halt der Tisch wieder hin. Und zu Erik. Noch 30 Minuten. So, TS5. Jetzt habe ich wieder alles abgearbeitet. Okay. Also, wenn's läuft, dann läuft's. Bei dir läuft jetzt, bei Olli nicht mehr. Kann ich jetzt die Weiche auch mal verriegeln, weil ich bräuchte die auf abzweigend. Einfahrt Zuffenhausen kommt der ICE 991. Ja, natürlich. Soll ich sagen, GWB, ne? Großräumig GWB. Ja, ich kann die Weiche nicht verriegeln. Er sagt mir, repariert die Weiche, aber ich kann sie nicht verriegeln. Ja, 30 Minuten. 991. Was? 30 Minuten blinkt jetzt da blau, grün. Nee, was ist das? Besser. Türkis rot. So rum was.
Gut, dann würde ich erstmal sagen, über die Rennbahn braucht ihr erstmal nichts mehr fahren. nicht mehr nach zu mir. Könnten wir umleiten und werden überall die Stellwerke besetzt? Ich sag, könnten wir? Hockenheim? Wer sitzt eigentlich in Hockenheim? Malte. 18, Malte. Alter. Der Malte sitzt in Hockenheim. So. Dann müssen wir Hockenheim zum GDW fahren, oder was? Was? Du hörst so direkt von Malte. Nein, 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 nein. Das Lustige ist, ich darf jetzt alle Züge in Rot-Marsch drehen. Wie? Du kannst was über das Gegengleis annehmen, Olli? Ja, aber also, du kannst bestimmt über das Gegengleis schicken, ist kein Problem. Ach stimmt, Olli, du fährst jetzt nach Rot-Marsch, machst da Wende und fährst dann hoch auf die Rennbahn, ne? Ja, Bad Schönborn Süd könnte ich auch noch wenden. Ja, Bad Schönborn. Hanuta. S-Bahn-Hanuta? Was? Hanuta? Die S-Bahn-Hanuta. Achso, der geht eh durch. Ja, das einzigste Problem ist der TGW, der steht jetzt halt, ne? Was hab ich dir hinterher geschickt? Kann ich den TGW vielleicht drehen? Ja, warte mal. Durlach ist keiner. Durlach war einer. Ja. Flixtrain ist raus. DB Netz war doch scheiße. Ja, Mann, Alter, jetzt geht alles hier. Oh. Verspätungsbegründung weichen. Oh, ja, ist geil. Durlach. Olli, Bruchstag kann da doch schnell stressig werden, ne? Wenn jemand nicht funktioniert. Ja, wenn. 19204 schickt der Darius. So. Den muss ich da anhalten. Anhalten. Ja, egal. Gibt zwei Fahrstraßen drauf. Egal. So. Den Zug schicke ich vor, bevor der umdrehen da muss. So, der 85033. Bist du? Schersheim. Nach Obstadt. Also das Einzige, was halt bei mir jetzt noch nicht so ganz funktioniert, ist, dass ich Rangierfahrten vor Zugfahrten lasse. Also grundsätzlich habe ich kein Problem mit GWB. Ich kann die ja überall eigentlich ins Regelgleis überführen. Natürlich kommt jetzt sowas von Heidelberg. Ja. Also wenn ihr irgendwo GWB fahren wollt, sagt mal. Erik, guck mal den 7513 an. 7513? Das kommt von... vom Bretten kommt jetzt auch noch... Ja, jetzt kommt alles. Yeah. Fahrdienstleiter Mitteilung FDL am Hauptbahnhof unfähig von Ludwigsburg. Was hab ich damit zu tun? Keine Ahnung. Vor allem, der Zug ist noch nicht mal bei mir drin. Ja. Der steht bei dem Konvestheim. Ich wollte schon sagen, was hab ich damit zu tun? Alles. Alter. Was, wo kann man denn eigentlich Verspätungsgründe angeben? Rechtsklick auf den Zug, Verspätungsbegründung. So. Die kann dann jeder sehen, ja? Ja. Jeder, der den Zug bekommt. Ah, noch 27 Minuten. So, Olli, macht Spaß. Als nächstes, ich glaube, das dürfte ein Shitty sein. Der TGW steht... Behinderung. Ist so. Der Dettchen plus 5. Marco, jetzt den TGW gar nicht so beeilen müssen. Hat sowieso Verspätung jetzt. So. Was ich mir als Modelle... Hier ist ein Grashüpfer auf meinem Schreibtisch. Was ist klar? Was? Okay. Ja, Erik, ich würde das voll die Titel. Naja, ich sag mal so, jeder hat seine Aussicht. Ich warte mal kurz, seine Grashüpfer. Ja, oder dein Grashüpfer, besser gesagt. Und den hat jeder seine Aussicht. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt vor Wut voll auf den Tisch gehauen. Boah, jo. Alter, erschreck mich halt. Dylan hat ja auch sein Hausschwein, ne? Was ist das Hausschwein? Hausschwein? Was, Dylan hat ein Spiegel? Boah, Dylan, erinnerst du dich an Bacon? Ja, Bacon war beste. Und ich Hase. Warte mal, der will nach Durlach. Ups.
Also auch ein Gegengleis raus. Dahin. Darüber. Da lang. Warte mal, Dylan, die zweite Weichenverbindung war Alter, die 100er Weiche, ne? Was geht bei dir? Das sind alles 100er Weichen danach. Alles Richtung Heidelberg, alles 100. Upstadt war ja die Verbindung, meine ich. Upstadt. Ja, 100. So, und das auf die Rennbahn sind 150. Ja, die Rennbahn ist dicht. Da läuft nichts hoch. Okay, da aber läuft dahin alles hoch. Raus ich 100. Scheiße. Zur Übersicht, für alle, die es interessiert, ihr findet jetzt nicht mehr hier rechts an der Seite, wer in welchem Stellwerk ist, sondern das ist in der Beschreibung. Werde ich eh vergessen, wer wo war. Merkt ihr einfach, der alles hier gerade um die Ohren fliegt, ist Dolach. Und ich habe eine Fehlleitung. Was? Ja, ich habe aus Versehen einen Bruchsal geleitet, obwohl der nach Mühlacker sollte. Kann passieren. Rot bedeutet immer, die steht vorm Halt zeigenden, ne? Ja. TGW. Ey, aber ich mache original Ludwigsburg hinein. Ich lasse erst den Zug bis am Signal stehen, dann kriegt er die Einfahrt. Wow. Der TGW darf gleich wieder wenden. Haben es so. Ja. Wir sehen uns TGW. Der wendet die ganze Zeit hier auf dieser Überführung, Dylan. Hä? Wieso das? Der stand genau an diesem Zwischensignal zwischen der Schnellfahrstrecke und dieser eingleisigen Verbindung zwischen der Einfahrt nach Bruchsal. Gemeinsam Rollenberg. Genau, da stand er. Scheiße. Und die Weiche, sozusagen, das ist die Kreuzung, wo die AVG-Strecke kreuzt. Ja. Und dann hast du die erste Weiche und die ist hinüber. Im Übrigen, mein Grashüpfer ist heldenhaft in den Suizid gesprungen. Was? kurze Frage, Olli. Du meinst du die Weiche oben auf der Rennbahn oder unten? Unten. Wenn du sozusagen von Bruchsal rausfährst, die erste auf... Wo das heißt, du kannst nur Bruchsal raus eingleisig fahren. Ja. Ach du Scheiße. Viel Spaß. Ich darf auch gerade alle Züge nach Bad Schönborn-Krona leiten, wenden lassen und dann fatzen sie nach Vaihingen. Na gut. Dann fort. Das dauert. Also auf Gleis 11, der will nach Zuffenhausen F, oder? Ist wieder nicht. Ist wieder ein Stellwerk. Erik jetzt einen Plan hätte, wo der Zug hin müsste. Ja, Ben. Wenn das Mädchen Ben nicht wäre, wäre er heute Millionär. Da steht denn da so 2 rum? Der darf noch ein bisschen warten. Auf 13 steht der Zug ins BW4. Die könnten sich auch mal bei mir melden, dass sie gerne zum Abstellen wollen würden. Ja. Erik, du musst die gucke auch die Abfahrtzeit, wenn man da drin steht, da musst du runter. Alter, ich verzweifle hier gerade. Ich brauche ganz kurz Pause. Alles klar. Oh, was soll ich sagen? Der kapituliert schon. Ja, ich komme gleich wieder rein. Marco, was soll ich sagen? Stange Wasser wegstellen. So, der IC, der da wieder da. Vorsignal 178 rumsteht, müsste der bitte wenden. Also ich... So, der wendet. Sagen, dass Hauptbahnhof ein bisschen lahmarschig ist, aber... Er ist lahmarschig. Fahrdienstleiterin, Hauptbahnhof braucht zu lange von Stuttgart, Bad Cannstatt, TF Darius, fick dich. Cannstatt, hast du auch Probleme? Nur bei den Einfahrten Richtung Hauptbahnhof, der in Essen ist gut. Was, das ist eine Ecke? Das sind wir schon mal zu zweit. Marco? Der ist nicht da. Es geht voran in Hauptbahnhof. Was heißt Streckeneinfahrt per Ersatzsignal nötig? Mach ich. Drück Ersatzgruppen auf das Signal und drück's mal F2. Also Darius, es dauert ein bisschen länger, weil ich habe hier so Verspätungen von 24 Minuten, 13 Minuten. Aber ich kann dich beruhigen, bei mir stand bisher noch kein Zug länger als 3 Minuten von einem haltzeigenden Signal. Ich habe mich also schon mal verbessert. Kann ich mithalten, ich habe auch 27 Minuten. Das ist ein Güterzug. Dem kann ich nur widersprechen. Mein größter Verspätung, ich gerade 34. 31, ein ICE von Biblis nach Hockenheim. Bei mir nee, Quatsch. 52, die HGK von der RBF nach Ludwigshafen. Na gut. Das größte ist, was ich habe, 34, aber der kommt noch. Von Heidelberg jetzt. Toll. Natürlich muss er jetzt kommen. Ja, klar.
So. Was ist da? Das ist der TGW, das ist super. Super, jetzt muss ich den TGW wegschieben. Warte mal, da hat Marco vielleicht. Marco hat Abfahrten, TS11. Ja, das habe ich. TS3 will wieder nach Feingen. Das können wir schnell machen. Das ist kein Problem. Los, Straßenbahn, mach hinne. Der IC hat schon gewendet. Alter, ist die Straßenbahn langsam. Es ist ein AVG Stadtbahn. Im Jahr 2010 sind die 90 gefahren. Achso. Olli, du, aber die Straßenbahn kannst du schon um ein Gleis gefahren, oder? Na klar kann ich die Straßenbahn um auf ein Gleis fahren. Richtig. Aber ich habe gerade 4 Züge, die alle in dieselbe Richtung wollen. Party hart, würde ich sagen. Kann sein. 2376. Der fährt nach Heidelberg. Gut, der fährt wenigstens durch. Der fährt dahin, wo er hin soll. Ja, wo soll ich einen Zug stellen, aber ich weiß nicht wo. Irgendwo. Weißt du, du gibst einem Zug nur ganz kurz die Fahrstraße, löscht sie direkt wieder, er fährt direkt ans Ausfahrsignal ran. Was? Wie bei uns in Stuttgart auch. 237, der fährt nach Durlach. Das ist bestimmt so ein Zug, in dem Dylan sitzen würde, wenn er nach Hause fährt. Schnauze. Erstmal stehen lassen, die Kiste. 5 geht nach Obstadt. Obstadt kann ich ja schon hier hochstellen. Was? Scheiße. Billy Kemp kriegt auch gerade die Züge im Blockabstand. Na! Und dann sagst du nochmal, Olli, hochseilig langweilig. Ist es. Scheiß Straßenbahn. Zuffenhausen ist ziemlich langweilig. Ich hab da Pensch. Mann, die Straßenbahn kann auf 5 gar nicht da drehen, wo sie gerade ist. So, die Kackbahn geht auf 3, der ICE geht dann auch Gegengleis auf die Rennbahn hoch. Wie lange ist die scheiße Weiche noch gesperrt? 20 Minuten. Ja, 18. 18755, wohin gehst du? Du gehst auf die 5. Ja toll, jetzt steht was auf der 5. Ach komm, fick. So. Scheiß Straßenbahn, einmal wenden. Alter. Die S31. Ersatzsignal. Erstmal mit Ersatzsignal Stumpfgleis schicken. Passt. Müllacker ist einer. Oh. Noch nicht schon wieder. Olli, Alter. Ja, da muss man sich nämlich absprechen über die Güterbahn. Ne, im Fachgezeit. Ja, Bretten-Güterbahn. Ja, wichtig. Sitzt der da, Alter. Tja, Olli. Ach, Olli hat keinen Spaß. Na, Hauptbahnhof. Jetzt das müssen noch Durlach besetzt sein und Grabenreuthof. Na, hat er seinen Spaß. Ja, Tech, ich weiß, dass du da stehst, aber die Straßenbahn hat Vorrang vor dir. Sorry. Wo ist denn Signal 262? Da. Der Olli, mach doch einmal. Nach... Die Straßenbahn hat sogar... Geil. Ey, Recon ist ja der Beste. Ja, der hat richtig lang durchgehalten. Olli, die Straßenbahn hat sogar vor dem Fernverkehr Vorrang. Ich wollte nur sagen. Alter, langsam reicht's ja. Du schickst gerade einen Zug. Ja, Güterbahn schickt mir halt was. Danke. 19.500. Die schicken mir einen RE. Ja. Oh, leg mich doch. Das ist doch da ist dein Gleis oder? Ist nicht frei. Da steht ein Fuck-Zug drauf. Sprecht doch mit dem Fahrdesign ab. Der sollte dir über den Personengleis runterschicken. Geh doch auf. So, ich bin wieder da. Nein, da muss ich gerade eine Straßenbahn hinrangieren. Achso. Instanz. Und bildet ein Haus. Nix bildet ein Haus, Mann! Ich bin leicht in Aggression. Olli, ist in Kreuz. Was kommt Olli da jetzt von Malte, Alter? Also, ich bin's echt sicher. Olli hat sonst in großen Städten kein Problem und mit Bruchsal darf er kacken. Hier, für Marco, Alter. Marco, du bekommst das im Regel- und im Gegengleis. Viel Spaß damit. Alter! Der kriegt nur Systemzüge. Der ist ja gerade erst reingegangen, Olli. Na, die. Seine Signale leuchten bei mir schon. Ja, dann kriegt er schon. Okay, ja, dann schon. Er kriegt's direkt volle Breitseite. Ich hab dich auch lieb. Wann sehe ich denn die Signale der anderen? Vorsignale, siehst du. 241. Was bist du? Du gehst auf Brettengüter. Ja, Brettengüterbahn. Das sind diese kleinen, schrägen, gelb und... Oh. Ja.
Ich weiß, was ich mache. Den gibt's auch noch. Den packe ich im Gegengleis, den packe ich im Gegengleis. Den packst du im Gegengleis. Packst du alles im Gegengleis, Olli? Ja, das, oder so? Nein, das Gegengleis, also sozusagen von Heidelberg nach Bruchsal fahren, das Gegengleis ist ja nicht befahrbar. Hinter Obststadt, ist ja die Weiche hinüber. Aber davor kann ich ja noch links, rechts, also links rüber schicken, den Zug da hinstellen, der andere Zug durch, also im Gegengleis durchfahren lassen, den ich noch wenden muss und den Güterzug dann durchschicken. Also Darius, es geht gerade nicht weiter. Ich mag schon. Brettengüterbahn-Lecker. Alles gut, so, alles, gut alles gut. Was hast du denn jetzt wieder angestellt, Erik? Darius immer so, alles gut, alles gut. Ein 5-Minuten-Takt aus. Will dieses Scheißding auch mal fahren? Ja, nein. Ich hab grad einen Zug, der einfach gefühlt nicht aus dem Hauptbahnhof raus will. Bist du hast du vielleicht aufs falsche also Gleis gestellt? Und nein. So, Gleis 5 geht dann rein. Gleis 4 ist noch besetzt, weil da was aus dem Gegengleis kommt. So. Ach, ist das hier schön entspannt. Ja. Aber Marco freut sich, wird sich gleich richtig freuen. Gegengleis und Regelgleis gibt's hier. Oh, nicht. Rekon. 9. Ist er in Gotha? 5, 7, 8. Oh, der TGW hat's mal geschafft, endlich mal den, ja, Rollenberg zu verlassen. Maschen ist frei, Olli. Nee, noch. Maschen ist jetzt komplett dicht. Läuft. So, der Güterzug vor Signal 270. Nee, 262 ist es. 270. Also könnte es hier vielleicht mal wieder ein bisschen ruhiger werden? Nein. Der 15 will nach Leute. Heidelberg. Du wolltest zum Hauptbahnhof. Ja. Alter, Baden-Württemberg mit 15 Leute. Passt. Güterzug fährt im Gegengleis, alles fährt im Gegengleis heute. Olli? Hm? Ich schick dir auch Sachen im Gegengleis dafür. Wie denn? Was bringt es mir, Mann? Ich krieg sie da nicht weg. Dann machst du die Rennbahn dicht, du Idiot. Telefon. Ich bin nur Stehdienst, leider. Ja, dann wundere dich nicht, dass ich keine Züge dann irgendwann mehr von dir annehmen kann. Ja, bei mir ist gerade tote Hose noch. Noch. So wie immer bei dir, Nose. So, der geht noch. Der 85218 geht nach. Wenigstens habe ich noch passende Hosen, Dylan. Sagt der mit seinem Inwuchs da, mit seinem. Mini-Kampfstar. So, nach 3, was steht auf 3? 3 will nach Durlach. Hey, ich hab gehört, es gibt jetzt DB, UBK gibt es jetzt auch Röcke, Dylan. Boah, heiße ich Erik. Ja. Nein, du heißt Hannes. Was kommt jetzt aus? TS5. Will so, Gegengleis. Marco kennt doch nicht mal seinen Kampfstachel, weil er so klein ist. Weil die Fettwaffe verfolgt. Oder das. Der geht auf 4, das heißt jetzt machen wir... Das musst du doch wissen, das gleiche Problem hast du doch auch. Nein. Jetzt kommt natürlich noch was von Obststadt. Ah, jetzt ist die Frage, ist das Video dann zugelassen für Leute unter 80 Jahre? Was? Ist das Video... Ich hab Platz. Irgendwas klingelt hier, aber was? Weil ich schmeiß hier immer die ganze Zeit... Achso, Ich hab genug Platz, ich hab 6-7 Einfahrgleise in den Hauptbahnhof. Was macht... Nur 3 Züge. Also noch 12 Minuten dauert die Weiche, Alter. 12 Minuten ist hier noch das reinste Chaos. Kannst halt einfach nix. Olli, dann kannst du doch schon mal stehen lassen, die Züge. TS9. Ich regel das hier weiter so auf meiner Taktik jetzt. Wahrscheinlich den ganzen Tag fährt er noch so. Wartet gegebenenfalls Regionalbahn ab, okay. Es gibt nur 3 Züge, die 0 Minuten. Nee, 5 Züge, die hier 0 haben. In meiner ganzen Liste. Was soll ich machen? Naja, bei mir arbeiten. Haben die S-Bahnen sind relativ schwierig. Esslingen. Plus 2, ja, die weg bei mir. Ich habe aus Mannheim einen ICE mit 0 Minuten bekommen. Mal gucken, ob ich den mit 0 Minuten durchkriege. Ich habe bisher noch keinen mit 0 Minuten gehabt. Ja, und die S-Bahnen? Die S-Bahn könnte tatsächlich schon ein oder zwei mit 0 Minuten durch sein. Also bei mir die S4, die sind immer 5 gekommen, so weißt du. Nach der Wende.
Nach der Wende. So, komm, jetzt versuche ich das hier nochmal in Ordnung zu bringen und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. What the fuck? Ja, wir sind schon gleich wieder bei 30 Minuten. Ja, stimmt, meine Weiche ist ja schon seit fast Anfang davon selbst. Das ist der Folge hinüber. Ich glaube, daraus kann Erik sogar gleich noch eine zweite Folge machen. Nee, weil ich muss dann erstmal auf Toilette rennen. Ja, das kannst du nebenbei machen. Entweder das oder er cuttet. Cuttet das ein bisschen zusammen. Oder das. Nee, ich mach tatsächlich bei Stellwerksim so mindestens 30 Minuten Videos. Stellwerksims Best of. Oh, Markuli hatte ich in einem Beitrag erwähnt. Das ist schön, weil das jetzt in der Aufnahme zu sehen ist. Ja, alle ihm auf Facebook folgen. Gut, bevor das passiert. Ja. Was eigentlich schon passiert ist. Piepst du es aus, oder? Zuffenhausen nimmt meine Fahrstraße nicht an. Gut so. Da sind zwei Fahrstraßen drinne. Vier nach Heidelberg, ja, ist nicht wahr. Da ist irgendwas Ausleuchtung. Das Geräusch gerade, Alter. Ey, der hatte schon Abfahrtsverspätung, unfähiger FDL Ludwigsburg von Feigen Enz, Marco L397. Jetzt kriegt er nochmal was drauf, nur wegen der Weichenstörung im Bruchsal. Der Zug freut sich. Ja, natürlich nochmal vom Start. Musst du. Oh, Hauptbahnhof, nah. Noch mal von oben starten. Vom dritten Zug. Bad Cannstatt F auf Gleis 14. So, und der geht dann nach Durlach. Wohin geht denn der auf? So, ich hoffe jetzt mal, der auf 3 fährt jetzt endlich mal, der eigentlich schon fahren sollte. Warte, melde dich mal. Wo bist denn du? Geh am Bahnsteig 3. Ja. Das ist schön, dass du am Bahnsteig 3 stehst. Warum fährst du nicht? Weiterfahren. Alter. So, der blöde GW187, der muss auch mal wenden. Speicher löschen, Fahrstraße auflösen, Ersatztaste. Der fährt jetzt wieder im Regelgleis. Oh, der IAE. Kann sein, dass der Server wieder... Ja, deswegen lasse ich jetzt schon Züge auf Ersatztaste fahren, aber... Uh-oh. Ersatztaste. Ja, auf Ersatzsignal. ich hoffe, es hat euch gefallen hier in Stuttgart. Schreibt mir in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal vielleicht ausprobieren könnte. Und wir sehen uns. Ich hoffe, wir sehen uns, ja. ich würde sagen, bis dahin und bye bye. Tschüss. Tschüss. Abonniert mich.